Hallo, ich bin Lea von Demokratie in Bewegung. In den letzten Tagen wurde vermehrt über die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern in der deutschen Politik berichtet und dazu möchte ich mich nun äußern. Wir müssen feststellen, dass Frauen und Männer in der Politik heutzutage immer noch nicht gleich repräsentiert sind. Im Deutschen Bundestag sind derzeit 37% Frauen vertreten. 37%, das bedeutet keine Gleichberechtigung. 37% ist keine Gerechtigkeit. Wenn nun Parteien wie die CDU, CSU, FDP, AfD an Stimmen gewinnen, nimmt diese Ungleichheit zu. Derzeit ist Politik eine Männerdomäne. Politik ist ein Machtspiel der Männer. Und wir bei Demokratie in Bewegung, wir wollen das ändern. Wir haben eine Frauenquote von 50%, für unsere Vorstände und für unsere Landeslisten. Nun gibt es Menschen, die sagen, dass eine Frauenquote nicht zielführend sei, dass eine Frauenquote nicht zur Gerechtigkeit führt, weil eine Frauenquote einen Zwang bedeutet. Wir bei Demokratie in Bewegung sehen das anders, denn wir sagen, dass eine Frauenquote Bewusstsein schafft über diese Ungerechtigkeit, über diese Ungleichheit zwischen Frauen und Männern. Eine Frauenquote ist der Beginn, die verkrusteten Machtstrukturen aufzubrechen. Eine Frauenquote ist der Beginn, den Frauen expliziten Raum zu geben. Deswegen, liebe Frauen, wir brauchen euch. Nur gemeinsam schaffen wir es, diese verkrusteten Machtstrukturen aufzubrechen. Nur gemeinsam schaffen wir es, eine Politik der Vielfalt und der Gleichberechtigung zu gestalten. Nur gemeinsam schaffen wir es, eine Politik gleichwertig für Frauen und Männer zu gestalten. Deswegen, mischt euch ein, werdet laut und meldet euch bei uns. Dankeschön.